Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal wieder ein Gaming- bzw. ein Gaming-Chair, Gaming-Stuhl bzw. ein Bürostuhl von der Firma Base TBL. Und dann würde ich sagen, auspacken, aufbauen, draufsetzen. Also das ist logischerweise Kunstleder, das ist klar, aber es fühlt sich sehr, sehr gut an. Relativ wertig, hätte ich jetzt nicht gedacht für den Preis. Und ja, schwarz, wie ihr seht, den gibt es aber dann auch noch in anderen Farben. Das heißt, ihr könnt ihn in Rot, in Blau und in Gelb noch bestellen. Dann sind hier farbliche Applikationen halt entsprechend dran. Hier, das ist jetzt die ganz schwarze Variante. Hier haben wir so eine Aussparung drin. Die Besonderheit hier bei den Armstützen ist, dass wir sie nach hinten klappen können. Das heißt also, wenn man jetzt mal keine mag oder gerade mal beim Arbeiten keine gebrauchen kann, dann kann man die nach hinten klappen. Und dann setze ich mich mal drauf. Ja, gut. Aber ich bin Armstützen gewohnt. Ja, besser. Okay. Also, was man bei diesem Stuhl hier nicht machen kann, man kann die Rückenlehne nicht, die ist jetzt fest, die kann man also nicht verstellen. Das heißt, das muss im Prinzip so passen, wobei ich sagen muss, das passt auch so. Also für mich zum Beispiel würde das jetzt passen, mal weg, am Schreibtisch zu arbeiten. Man kann ihn natürlich in der Höhe verstellen, also relativ weit nach unten und dann bis, oh, das ist schon fast, also man soll ja so einen rechten Winkel haben, aber ihr seht, also das ist für mich schon fast zu hoch. Also die Sitzhöhe dürfte auch für große Leute passen. Die Breite auch, also wenn man da ein bisschen kräftiger ist, ist das kein Problem. Und nochmal, das Praktische ist, wenn das ein Problem sein sollte, oder ich habe jetzt gerade mal irgendwo zu tun, wo ich sage, das ist die Armlehnen stöhnen mich jetzt, dann mache ich sie einfach nach hinten und dann habe ich hier einfach einen Stuhl, wo ich mich also super mit bewegen kann. Also sehr, sehr schön. Gut. Es mögen einige sagen jetzt, Rückenlehne nicht verstellbar, geht gar nicht, aber ich sitze gerade. Ich kann den Kopf sogar hinten ein bisschen anlegen, wenn ich mal ein bisschen entspannen möchte während des Arbeitens. Und ich kann wunderbar sitzen. Also der sitzt hier fast zu hoch. Ich müsste ihn für mich ja so ein bisschen weiter runter. Das ist so meine Arbeit. Und so. Also die Sitzfläche ist relativ fest, das ist gut. Und das macht einen sehr bequemen Eindruck, muss ich sagen. So der erste Eindruck ist ein sehr bequemer. Auch die Rückengeschichte, hier ist jetzt keine, hier ist eine kleine Lendenwirbelunterstützung drin. Die merkt man auch, wenn man sich reinsetzt. Also hier ist so eine Aussparung drin. Das ist in Ordnung. Ich bin das anders gewohnt mit einstellbaren Lendenwirbelstützen. Aber man muss auch wirklich immer die Kirche im Dorf lassen vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Preis sage ich euch gleich noch. Insofern ist das wirklich in Ordnung. Der ist bequem. Also wie gesagt, mit den wegklappbaren
Armstützen habe ich so noch nicht gehabt. Entweder sind sie da höhenverstellbar oder nicht. Aber dass man sie komplett nach hinten klappen kann, ist ja schöne Option. Ja, das Teil ist bequem. Also man kann sehr gut drauf sitzen. Sehr angenehm. Wie gesagt, ich sitze jetzt seit zwei Minuten drauf. Aber da ich sehr viele unterschiedliche, auch bei mir im Büro, unterschiedliche Bürostühle und Gamingstühle benutze, auch am Tag, ich rutsche immer so zwischen zwei, drei Stühlen hin und her. Das ist dann auch ein bisschen besser für den Rücken, weil man immer wieder eine andere Sitzposition hat. Merke ich also schon, ob das für mich was Passendes ist oder nicht. Der passt. Und wie gesagt, ja, die Armlehnen sind interessante Geschichte. Also Aufbau war jetzt 15 Minuten, überhaupt kein Problem. Die Bedienungsanleitung ist dabei und die ist, glaube ich, auch irgendwo, ja, sie ist auch teilweise in Deutsch. Montageanleitung in Deutsch, braucht ihr aber nicht, weil, wie gesagt, die Bebilderung ist kein Problem. Die Schrauben sind im Prinzip jetzt nummeriert, da ist überhaupt kein Problem. Und wir haben sogar hier auch Schrauben als extra steht drunter. Das heißt also, wenn mal irgendwas verloren geht oder so, die haben wir jetzt nicht gebraucht. Was gut ist, bei Base TBL sind die Schrauben sind immer schon angefettet. Das heißt, wenn man die reindreht, hat man so auf den Fingern so einen ganz kleinen Ölfilm drauf. Aufpassen, dass man den Stuhl nicht gleich schmutzig macht. Aber der Vorteil ist, es gibt immer wieder Leute, die bei mir auf dem Kanal bei den Stühlen, die ich teste, ich habe ja schon sehr viele Gaming- und Bürostühle getestet, drunter schreiben, ich habe den zwei, drei Monate und der quietscht wie verrückt. Immer der Rat von mir, wenn ein Stuhl irgendwann anfängt zu quietschen oder zu knarzen oder was auch immer, wie man auch immer das nennen mag, wichtig, dreht die Schrauben wieder raus, fettet sie leicht an und dreht sie dann wieder rein. Oder achtet darauf, wenn die Firma, die euch den Stuhl liefert, die Schrauben nicht anfettet, nehmt einfach ein bisschen Öl oder ein bisschen Fett, bevor ihr die reindreht und tut das drauf. Nicht voll machen, nur ein bisschen drauf. Dieses bisschen Fett oder bisschen Öl reicht, dass der Stuhl nicht quietscht. Und nochmal, sollte er dann doch irgendwann mal nach ein paar Monaten anfangen, dass er sagt, oh, das ist aber unangenehm, dreht einfach die 6, 7, 8 Schrauben, die da drin sind, kurz raus, fettet sie kurz an, dreht sie wieder ordentlich fest und damit ist das Quietschen erledigt. Denn es sind nur die Schrauben, die quietschen. Apropos Schrauben, hier, ihr habt das gesehen, ich habe alles mit der Hand reingedreht, auch hier mit dem Imbus, mit dem mitgelieferten. Klar, wenn ihr den Imbusaufsatz auf eurem Akkuschrauber habt, geht das wahrscheinlich nochmal um die Hälfte schneller, das Zusammenbauen. Aber ich habe es jetzt mit der Hand entsprechend gemacht. Und ihr habt sicher auch gesehen, wenn ich so ein paar Schrauben reingedreht habe, alle Schrauben ließen sich ganz normal in die Gewinde reindrehen. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Da habe ich also schon andere Dinge zusammengebaut, wo ich also fast wahnsinnig geworden bin, weil man einfach die Schrauben, das Gewinde war dann schief und ach, was weiß ich was. Also hier bei dem Stuhl, alles überhaupt kein Problem. Wie gesagt, 15 Minuten Aufbau, alles gut. Ja, das soll es gewesen sein mit dem Stuhl. Bisher wunderbar. Ich werde euch natürlich unter dieses Video nach ein paar Wochen mal drunter schreiben, wie der sich so in meinem Büro macht. Das heißt, wenn ich da mal 5, 6, 7 Stunden drauf gesessen bin, wie macht er sich? Was sagt der Popo, die Beine dazu halt entsprechend? Das ist immer wichtig. Weil ich halt wirklich am Tag 10, 12 Stunden am Rechner sitze. Das heißt also, da ist ein guter Stuhl wirklich wichtig. Und wie gesagt, ich habe die Angewohnheit schon seit vielen Jahren, dass ich in meinem Büro mehrere Stühle stehen habe und immer wieder zwischen den Stühlen wechsle. Vielleicht auch mal ein interessanter Ratschlag, bevor man sich einen Stuhl für 7, 8, 900 oder sogar 1000 Euro holt, holt euch einfach zwei oder drei schöne Stühle, dann seid ihr günstiger letztendlich, denn dieser Stuhl hier liegt tatsächlich bei etwa 130, 140 Euro und das finde ich also wirklich klar, das ist jetzt kein Hightech-Stuhl. Und wenn der jetzt mal ein Jahr oder zwei alt ist und dass der dann irgendwo mal vielleicht ein bisschen nicht mehr so den optimalen Stand hat, würde ich da jetzt auch nicht erwarten. Aber man kann natürlich in Stühlen sehr, sehr gut sitzen. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, ich habe bisher keine Büro- oder Gamingstühle über 250 Euro bezahlt und habe bisher wirklich, bis auf eine einzige Ausnahme, wirklich eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht. Da einfach mal klar, bitte nicht wieder drunter schreiben, oh, aber mein 1000 Euro Recaro Bürostuhl ist aber besser. Ja, das mag sein, aber der kostet ja auch dann fünfmal so viel. Ich glaube aber nicht, dass er fünfmal so gut ist wie so ein Stuhl. Also deswegen hier im Sparfuchskanal passen ja mehr solche Stühle halt entsprechend. Und ja, das nochmal so als Ratschlag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert gerne den Kanal, dann seid ihr bei allen Videos entsprechend dabei. Ich wünsche euch eine gute Büroarbeit, Homeoffice-Arbeit, wie auch immer. Und wenn ihr noch keinen ordentlichen Stuhl im Büro habt, vielleicht schlagt ihr einfach mal eurem Chef vor, sowas in der Art zu kaufen oder anzuschaffen.
damit ihr ordentlich sitzen und damit dann eben auch ordentlich arbeiten könnt. Und die Gamer unter euch sowieso, also hier habt ihr natürlich, gut, bei, als Gamingstuhl weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt empfehlen würde, weil ich kann mich halt jetzt nicht zurücklehnen, also bis hierhin schon, aber die Gamer mögen ja sehr, mögen es ja sehr gerne, wenn man sich komplett zurücklehnen kann. Das geht mit diesem Stuhl nicht, aber da habe ich ja noch andere Stühle, die ich getestet habe. Guckt da einfach mal, ich verlinke euch die Gamingstuhl, Bürostuhl Playlist und da sind, glaube ich, 15 oder 20 Videos halt entsprechend dabei, Tests, wo ich verschiedene Stühle halt, verschiedene Gaming- und Bürostühle getestet habe, auch Langzeittests, 3, 4, 5 Jahre, so lange habe ich manche Stühle auch, da gibt es eine Menge, was man sich anschauen könnte. Guckt einfach in die Videobeschreibung rein, jetzt quatsche ich wieder so lange, ich wünsche euch eine super Zeit, bleibt gesund, bis dahin, tschüss!